innere Versenkung kann Ekstase sein. Ja, und mit einem kräftigen Halleluja kommen wir ganz, ganz, ganz zügig zum Almost Ende. Also fast schon zum Ende. Also wir sind kurz vorm Ende. Vom klimatischen Finale sozusagen. Und irgendwie habe ich jetzt zwar noch eine Sache vergessen, aber das macht nichts, dann lasse ich die weg. Ich wollte noch was sagen zu einer politischen Sache. Ich habe heute gelesen bei süddeutsche.de, dass die Linke beschlossen hat, sich überlegen zu wollen, alle Drogen zu legalisieren. Was ich total großartig scheiße finde, weil es würde nämlich bedeuten, dass man Dinge legalisiert, die uns allen hier in unserer Szene total schaden. Gucken wir rüber nach Amerika, was Crystal Meth angestellt hat. Crystal Meth hat das vollendet, was AIDS nicht geschafft hat. Und deswegen finde ich das vollkommen daneben von der politischen Partei. So, also jede Form, auch die härtesten Drogen legalisieren zu wollen, das finde ich ganz seltsam. Und das, also, und das wollte ich eigentlich sagen noch, und das habe ich jetzt dann noch gesagt. Finde ich das auch okay. Auch das ist eine Form von Ekstase, nämlich die Aufregung über seltsame Leute in seltsamen Positionen. Ich weiß, die kriegen dafür Geld, dass sie solche Ideen haben. Manchmal einfach. Egal. Bevor ich mal zum Schluss komme, zu meinem letzten Höhepunkt, zu dem letzten Quäntchen Ekstase möchte ich Danke sagen. Ich möchte Danke sagen der AHA, dass die AHA so verrückt ist, mich verrücktes Tun hier auf die Bühne stellen zu wollen oder zu dürfen. Dass ich hier seltsame Dinge mit euch hier abziehen kann. Ich finde es großartig. Und ich danke, die Liste wird seit gestern immer länger, ich finde es ganz großartig. Weil es gab nämlich ja gestern hier einen Aufbau, für den haben Maja und Suzette und Francisco und Christian verantwortlich gezeichnet. Suzette hat heute mich im Backstage-Bereich auch unterstützt. Francisco und Hagen standen heute hinter der Technik. Hinter der Technik, ja natürlich, hinter der Theke, ja natürlich. Ja. Hinter der Technik, die Theke heißt das ja auch in Form von Technik, ja großartig. Man merkt, ich bin ganz schön durch, aber das darf ich ja auch nach 200 Stunden Programm, darf ich das auch sein. Vielen, vielen Dank an Mike, an der tatsächlichen Musiktechnik und an der Lichttechnik, die mich hier so illuminiert und audiovisualisiert hat. Großartiges Wort. Ich bedanke mich bei Kai, der gestern schon da war und heute einfach nochmal vorbeigekommen ist, um diesen ganzen Sums hier abzufilmen. Und ich hoffe ganz fürchterlich, dass der komplett als komplett stundenlanger Film bei YouTube irgendwie online ist, damit möglichst viele Leute meine Ekstase teilen können und eure auch. Und dann bedanke ich mich bei René und Alexander, die, vor allem Alexander, also eigentlich hat nur Alexander die Fotos gemacht für mich. Ich habe den beiden nämlich meinen Fotoapparat in die Hand gedrückt und gesagt, oder drücken lassen und habe gesagt, so, macht mal ein paar Fotos. Und dann bedanke ich mich noch bei der großen Göttin, die alles sieht und alles vergibt und irgendwie mich verrückte Kuh total toll findet. Von der habe ich nämlich die Gnade, Schwester zu sein, und das finde ich ganz großartig. Ich mache noch ein bisschen Werbung. Wir haben nächste Woche am Freitag, also in wenigen Momenten, haben wir hier einen Lichterabend. Freitag nächste Woche, 19 Uhr beginnend. Da sammeln wir Geld, also sammle ich und die AHA, das sind wir, sammeln da Geld. Könnt ihr nämlich Kerzen kaufen und anzünden, und die Spenden gehen an das Hospiz Tauwerk, die begleiten Menschen, vor allem HIV-positive Menschen beim Sterben. Und das ist ein Engagement, das man
gar nicht hoch genug schätzen kann, sondern eigentlich nur mit Spenden unterstützen kann. Das wollen wir nächste Woche machen. Auf Kundenlügen nicht, habe ich schon hingewiesen. Am 1. Dezember wird im Gnadenbrot der Red Menu Day stattfinden. Das ist eine ganz wunderschöne Veranstaltung. Da gibt es nämlich nur rote Sachen zu essen. Ja, tatsächlich. Also Brot und Red Ribbon und Welt-AIDS-Tag und überhaupt. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen als, ich überlege jetzt gerade, ob ich meine Gedächtnisstrickjacke noch anlasse. Ich glaube, ich ziehe die aus, damit ich noch ein bisschen eleganter wirke und nicht so meditativ. Und dann, ja, ach nee, ich bedanke mich bei euch, bei diesem wunderbaren Publikum, von dem ich teilweise gar nicht weiß, wo das herkommt, aber das ist großartig. Ja, das war ganz lustig, Volk kam irgendwie kürzlich vor der Show rein und sagte, Aura, der sprichwörtliche Bus ist reingekommen, da sind jetzt plötzlich mal noch 8 Leute da. Und ich dachte mir, oh Gott, wo kommen die her? Ich muss ja doch ein Programm machen. Großartig. Ja, ich war spontan erotisiert und deswegen, ja, und als erotisches, ekstatisches Höhepünktchen am Schluss sage ich jetzt einfach Matza. Yeah.